Jesus Christ, alia glita marma. Qual capili vamo batuta grazza, Jesus Christ. Nicaragua ist ein Land, das für seine Armut, die Verwüstungen durch Hurricanes und seine Gewalt bekannt ist. All das aber verdunkelt die Sicht auf eine andere Realität. Es ist ein kulturell reiches Land mit wunderbaren Landstrichen, die von Menschen bewohnt werden, die das Land bearbeiten, um von den Erzeugnissen ein würdevolles Leben zu führen. Viele betrachten Nicaragua als ein Land, das immer auf internationale Hilfe angewiesen sein wird. Aber andere haben in Nicaragua ihren Platz gefunden, da wo sie ihre Berufung leben können. Das ist der Fall bei vielen katholischen Missionaren. Wir kamen im Haus in Managua gegen 9 Uhr abends an. Wir waren die neuen Priester und kamen, um zu helfen. Deshalb erwartete ich, dass uns die Missionare wie Helden empfangen. Die aber sagten: Warum kommt ihr gerade jetzt? Habt ihr denn nicht von der Ausgangssperre und dem Kriegsrecht gehört? Ihr habt Glück, dass nicht irgendein Soldat euch umgebracht und am Straßenrand hat liegen lassen. Bischof Ziewicz wurde 1947 in Chicago als ältester von 5 Geschwistern geboren. Seine Großeltern waren polnische Einwanderer. 1974 wurde er als Kapuziner zum Priester geweiht. Nur 7 Monate später, im Jahr 1975, kam er als Missionar nach Nicaragua. Seit damals ist sein Leben untrennbar verbunden mit diesem Land, besonders mit der Region La Mosquita. Als ich im Priesterseminar war, besuchten uns Missionare, die über ihre Mission sprachen. Sie erzählten uns ihre Zeugnisse und zeigten uns Dias. Sie erzählten, welche große Taten sie vollbrachten. Auf ihren Missionsreisen haben sie Dutzende Paare getraut und hunderte Menschen getauft. Es war wie ein Abenteuer. Ich war fasziniert. Ich dachte, gut, ich werde intensiv studieren, ich werde mein Bestes geben. Die Stadt Bilwi oder Puerto Cabezas mit ungefähr 40.000 Einwohnern liegt im Nordosten Nicaraguas an der Küste zur Karibik. In Kolonialzeiten lebten in dieser Region verschiedene Volksgruppen. Die wichtigste war das Volk der Miskito. Durch eine Vereinbarung erzielte die englische Krone die Errichtung eines Protektorats, das die Spanier davon abhielt, in die Region einzudringen. Aus dem gleichen Grund war die katholische Kirche bis 1927 verboten. Neben den Missionaren der Anglikaner und Baptisten haben nur deutsche Missionare der Herrnhuter Brüdergemeinde seit 1846 eine intensive und systematische Evangelisierung durchgeführt. 1894 wurde Puerto Cabezas in den Staat Nicaragua eingegliedert. Damit begann ein schwieriger Assimilierungsprozess von 2 unterschiedlichen Kulturen. Auf der einen Seite die Spanier mit einer starken Tradition und auf der anderen die Eingeborenen. Hier in Puerto Cabezas lebt Bischof Ziewicz. Von hier leitet er die pastorale Arbeit für den gesamten Nordosten von Nicaragua. In 2002 Ich wurde 2002 zum Weihbischof von Bluefields geweiht. Mein Büro ist hier im Norden von Puerto Cabezas, denn es gibt keine Straßenverbindungen mit unserem Bischof. Sonst müsste ich um die Hauptstadt, ganz Managua, herumfahren.
Mit dem Bus brauche ich einen halben Tag, von Puerto Cabezas in die nächste Pfarrei zu kommen. Jede Pfarrei hat wiederum mehrere Kapellen. Zum Beispiel umfasst eine kleine Pfarrei etwa 30 Kapellen, während eine große um die 100 hat. Pues yo tengo la dicha de tener Monseñor David Zivic como pues mi obispo auxiliar. Es ist eine Ehre für mich, Bischof Zivic als Weihbischof hier bei mir im apostolischen Vikariat Bluefields zu haben. Er ist ein Segen, seit er hier im Norden des Vikariats lebt und arbeitet. Er ist ein echter Missionar, der mit dem Volk der Miskito, der afro-karibischen Bevölkerung und den Mischlingen arbeitet. Während der 70er Jahre zeigte er das Verschwinden von Menschen aus seiner Pfarrei an. Wir mussten ihn aus der Region fortbringen, denn die Nationalgarde suchte ihn. Sie wollten ihn töten, denn er hatte öffentlich angeklagt, dass mehr als 360 Personen vermisst werden. Das heißt, dass er klar zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. In Puerto Cabezas ist das karibische Meer nicht als ruhige See bekannt. Auch heute ist das keine Ausnahme. Bischof Zivic fährt in Richtung des Rio Coco, um einige kleine Dörfer der Sandy Bay zu besuchen. Der einzige Weg führt über das Meer. Die Einwohner dort gehören großteils zum Miskito-Volk. Geschichtlich gesehen waren die Miskito in dieser Region die vorherrschende Bevölkerung. Im Laufe der Zeit vermischten sie sich mit anderen ethnischen Gruppen, sowohl Eingeborenen wie auch Engländern, Deutschen und Afroamerikanern. Auch heute noch ist Miskito die wichtigste Sprache im Osten Nicaraguas. Seit jeher leben sie an der Küste oder an den Flussufern. Sie sind Fischer oder Bauern. Und das ist bis heute so geblieben. Die Miskito leben vom Ackerbau und vom Fischfang und sind bekannt für Schildkröten und Hummerfang. Trotz ihrer Jugend hat die Kirche dort eine gute Entwicklung genommen, dank der Arbeit der Missionare und engagierter Laien. Die Ankunft des Bischofs in Sandy Bay ist ein besonderes Ereignis. Er kommt, um die Sakramente zu spenden, und das geschieht nicht oft im Jahr. Für sie ist er ein Hirte, der seiner Herde nahe ist und sie liebt. Er hat sich Jahrzehnte liebevoll für sie hingegeben. Ich bin Katholik und habe eine tiefe Liebe zu unserer Religion. Sie ist mir sehr wichtig. Ich bin seit 15 Jahren Lektor. Ich kenne die Lehre der katholischen Kirche gut und ich denke, wir leben nach dem Willen unseres Herrn. An der Errichtung dieser Kapelle hat das ganze Dorf mitgeholfen. Jede Familie gab einen bestimmten Betrag, der für dieses Projekt verwendet und von dem fast das gesamte Material gekauft wurde. Wir haben keine Unterstützung von außerhalb. Sie waren es, die durch ihr Engagement die Errichtung der Kapelle möglich gemacht haben. Die Gläubigen in diesem Gebiet führen ein hartes Leben. Es gibt weder ausreichende Kommunikationsmittel mit der Stadt, noch eine sichere Beschäftigung vor Ort. Die Zerstörung durch den letzten Hurrikan verschlimmert die Situation. Unter diesen Umständen ist das Drogengeschäft oder die Verwicklung in korrupte Politik eine ständige Versuchung. Für die Miskito kann es lebensbedrohlich sein, ein Katholik zu sein.
Ich habe die Möglichkeit, diese Gemeinden zu besuchen. Ich denke, es ist wichtig für die Menschen, eine gute Beziehung mit ihrem Hirten zu haben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Solange ich gesund bin und die Möglichkeit habe, will ich mich um den Glauben und die Liebe der Menschen kümmern. Auch ich brauche sie, weil sie mich inspirieren. Ich möchte ihnen das Wort Gottes verkünden und ihnen die Sakramente spenden, damit sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Als Monsignor David als Priester zu uns kam, war er Kaplan und jetzt ist er ein Weihbischof. Er hat viele Qualitäten. Sein Leben ist ein Beispiel für einen vollkommenen Mann. Er kommt und besucht uns, selbst wenn das Wetter oder die See stürmisch ist. Die Gemeinde empfängt ihn immer mit großem Respekt und mit Liebe. Die Gemeinde bittet ihn in Glaubenssachen um Rat, speziell wenn es um neue Kapellen oder den Wiederaufbau geht. Wir helfen einander, der Bischof und seine Kinder, wir sind vereint im Glauben. Wir sind jetzt in Santa Marta, einem kleinen Dorf, das kürzlich von einem Hurrikan heimgesucht wurde. Die Kapelle, die die Dorfbewohner gebaut haben, wurde auch beschädigt. So wie sie die Kapelle wieder gemeinsam aufbauen, so helfen sie einander, ihr Gemeindeleben aufzubauen. Die meisten Einwohner von Santa Marta sind Eingeborene. Um den widrigen Umständen zu begegnen und zu überleben, bauen sie im Regenwald Bohnen und Mais an. Gemeinsame Arbeit und gemeinsamer Besitz des Landes sind fundamentale Aspekte der Miskito-Kultur und ermöglichen ihnen ein Leben in Harmonie und trotz der vielen Begrenzungen weiterzumachen. Wir sind Franziskaner und wissen, dass der heilige Franziskus den Gekreuzigten und armen Christus gepredigt hat. Diese Region ist wahrscheinlich die ärmste in Nicaragua und gleichzeitig ist Nicaragua eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. So gesehen habe ich die Möglichkeit, unserem Herrn in den Armen zu dienen. Das alles lässt mich über meine eigene Geschichte nachdenken. Meine Großeltern waren Einwanderer aus dem Süden Polens und kamen als arme Bauern in die Vereinigten Staaten. Und jetzt bin ich hier und mit wem arbeite ich? Mit armen Bauern. Das bedeutet, dass ich mit Menschen arbeite, die meinen Großeltern gleichen, meinen Wurzeln ähnlich sind. Ich sage mir, wie könnte ich mich diesen Menschen überlegen fühlen? Bischof Civic bleibt nicht innerhalb der Kirchenmauern. Oft sieht man ihn, wie er auf der Straße mit Leuten spricht, die Kranken und die Alten besucht. Dieser persönliche Kontakt führte zu einer sinnerfüllten und fruchtbaren Missionstätigkeit. Ich bin seit 1982 Lektor in Santa Marta. Ich habe einen Plan. Ich möchte weitermachen, bis mich unser himmlischer Vater heimruft. Ich weiß, dass ich mich um meine Schafe kümmern muss. Die Gemeinde trifft sich in der provisorischen Kapelle, der alten Suppenküche der Pfarrei.
An Donnerstagen und Sonntagen organisiert ein Koordinator den Wortgottesdienst. Heute aber nicht. Bischof Civic wird die heilige Messe feiern. In seiner Predigt spricht er über die Rolle des Bischofs als Nachfolger der Apostel und die Bedeutung von pastoralen Symbolen. Ich habe eine sehr gute Beziehung zum Bischof. Er spricht Miskito und versteht alles, was passiert. Manchmal schickt er uns zum Studium nach Bluefields, damit wir dazulernen. Auch ich lerne und gebe mein Bestes. Wir sind gut organisiert, wir, die katholische Kirche, die Priester und der Bischof. Wir sind in einem Vorort von Puerto Cabezas bei einem Zusammentreffen von armen Familien in Managua. Bischof Civic ist hier, um mit ihnen zu beten und um sie in ihrem Engagement zu bestärken. Diese Gemeinde muss ihren katholischen Glauben leben, trotz der Tatsache, dass sie nicht regelmäßig von einem Priester besucht werden kann. Das Vikariat setzt sich aus einigen tausend Kapellen zusammen. Deshalb gibt es eine Gruppe von mehr als 2000 Lektoren und die Zahl der Katechisten ist sogar noch größer. Wir haben Taufen, Hochzeiten, Firmungen, Erstkommunionfeiern, Kindermissionen und so weiter. Ohne die Laien könnten wir praktisch nichts davon realisieren. Es gibt Lektoren seit 1968, seit mehr als 40 Jahren. Sie sind charakteristisch für die lokale Kirche. Ich denke, es ist wichtig, dass die Laien ihr Engagement weiterführen. Sie geben uns ein Beispiel der Heiligkeit, der Hingabe. Viele Ordensleute oder Priester kommen aus solchen Familien, wo entweder der Vater oder die Mutter sich in der Kirche engagieren. Bischof Civic lebt inmitten von Puerto Cabezas. Seine Pastoralarbeit hier ist so intensiv wie in den ländlichen Gebieten. Die Stadt leidet unter einer zunehmenden Marginalisierung und Gewalt. Die Kirche ist gezwungen, gerade hier Präsenz zu zeigen. Es liegt an den Hirten, ihren Gläubigen zu dienen, damit diese verstehen, dass Christus auch unter ihnen ist. San Pedro ist die Kirche im Zentrum von Puerto Cabezas. Die Sonntagsmesse wird von Pater Roger, dem Pfarrer, zelebriert, zusammen mit Bischof Civic. Er ermutigt die Leute, mehr Verantwortung zu übernehmen und er erzählt von seiner Pastoralarbeit bei den Gemeinden auf dem Land. Er spricht auch von seinen pastoralen Herausforderungen, wie den Berufungen und der finanziellen Unterstützung der Kirche.
Wir arbeiten intensiv an der Selbstversorgung der Gemeinden, damit sie ihre Kapelle bauen und dann erhalten können. Manche Pfarreien bauen auch ihr eigenes Pfarrhaus mit wenig oder gar keine Hilfe von außerhalb. Wir brauchen aber von außen Hilfe im Bereich der Organisation des Vikariates, besonders bei den Seminaristen und bei der Weiterbildung. Zum Beispiel, wenn die Leute an Kursen teilnehmen, die wir hier in Bluefields für die Gemeindeleiter durchführen. Für sie bedeutet es einen großen Aufwand, die Reise hierher zu bezahlen. So eine Reise kann bis zu 2 Tage dauern und zudem können sie 3 Wochen lang kein Geld verdienen. Deshalb sind wir unseren Wohltätern sehr dankbar und beten täglich für sie. Jede Gemeinde versucht, den jeweiligen Anforderungen selbst gerecht zu werden. Dazu gehört die finanzielle Unterstützung der Priester sowie die Vielzahl von Pastoral- und Sozialprojekten der katholischen Kirche in dieser Region. Das Pfarrhaus, in dem Bischof Ziewicz lebt, ist einfach. Es unterscheidet sich nicht von den anderen alten Häusern in Puerto Cabezas, die den Hurrikanen und dem Wetter trotzen. Als ich nach Nicaragua kam, waren wir hier mehr als 30 Kapuziner aus Amerika. Heute bin ich über 60 und der Jüngste hier. Wir sagen El Comiche. Das heißt, dass keine Missionare mehr kommen und es deshalb sehr wichtig ist, lokale Berufungen heranzubilden. Momentan haben wir 11 gebürtige Diözesanpriester im Vikariat. Und es ist sehr wichtig, die lokalen Berufungen weiter zu fördern und diese eingeborenen Priester zu unterstützen. Monseñor David, ha trabajado bien, me parece que en esta zona de la Mosquitia. Bischof Ziewicz hat sehr gut gearbeitet. Er ist im Gebiet von La Mosquita sehr beliebt. Er versteht sich mit den Leuten gut und verbringt Zeit mit ihnen. Er ist mit ihnen verbunden und das gibt ihnen die Möglichkeit, offen mit ihm über ihre Gedanken zu sprechen. Wenn er die Gemeinden besucht, fühlen sich die Menschen, denen er auf einfache Weise begegnet, wie zu Hause, obwohl er für sie eine Respektsperson der Kirche ist. Er hat das Herz eines Missionars und geht dorthin, wo andere nicht hingehen. Wenn sich andere vor möglichen Problemen fürchten, dann geht er dort mit großer Freude hin. Er kann sich Namen gut merken. Wenn er ihn einmal gehört hat, dann vergisst er ihn nicht. Er ist jemand, mit dem wir darüber nachdenken und reflektieren können, wohin wir das Vikariat führen sollen. Für mich ist er ein Segen für die Kirche, ein Segen, ihn hier als Weihbischof im Vikariat zu haben. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht die Kirche, die Gläubigen zu stärken und die Werte des Evangeliums zu verkünden. Die Konferenz in Aparecida hat uns zu diesem Aspekt unseres Glaubens geführt, was nicht nur bedeutet, das Böse zu meiden, unsere Kirche zu gehen. Es bedeutet auch, dass wir gerufen sind, Christus nachzufolgen, der zu uns gesandt worden ist. Ich denke, das ist eine weitere große Herausforderung, der wir uns, besonders im Hinblick auf das soziale Leben, stellen müssen. Ich denke, wir brauchen ein tieferes Verständnis von Moral und der Soziallehre der Kirche. Soziales Engagement sollte wichtiger sein als geschäftlicher Gewinn oder Parteizugehörigkeit. Unsere Hingabe an Christus sollte von höchstem Wert sein. Musik.
Ich merke, wie unsere Leiter wachsen. Es gab keine Schulen in manchen Orten, jetzt gibt es Schulen dort. Und die Menschen schließen ihre Sekundarstufe ab. Das ist sehr ermutigend. Ich erinnere mich, als ich hier das erste Mal in eine Kapelle kam, dass es immer ein Riesentheater war, dass jemand mehr oder weniger gut Gitarre spielte, wenn überhaupt eine da war. Jetzt spielt in jeder Kapelle eine Band. Wir haben Gitarren, Bässe, Harfen, Akkordeons und sogar Trompeten. Wir haben sogar Leute, die eigene Lieder schreiben. Daran kann man erkennen, wie der Glaube sich entwickelt und inkulturiert. Das tröstet mich. Ich denke, dass niemand perfekt ist. Aber ich bin froh, dass ich hier in dieser Region von Nicaragua meinen Teil dazu beitragen kann. Al final.